Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen. Nicht aus der Sukhumvit in Bangkok, auch nicht aus Koh Samui oder Phuket. Nein, ich sitze hier im Stübchen, ich weiß nicht, wie das genau heißt, in einem kleinen Stübchen oder in einer Stube im Hotel Stern in Chur im Kanton Graubünden. Und mein Gast heute ist Adrian Müller. Herzlich willkommen, Adrian. Danke vielmals. Schön, dass du da Zeit hast, dass wir ein bisschen über vergangene Zeiten und die Gegenwart sprechen können. Ich habe vorhin die Sukhumvit und Thailand natürlich erwähnt. Wir haben eine Serie gehabt im Sommer, den ganzen Juli durch, über Thailand, über Schweizer Hoteliers in Thailand. Einer dieser Schweizer Hoteliers, der in Thailand war einige Jahre und dort am Schluss ganz ein großes Hotel geführt hat, nämlich ein Shangri-La in Bangkok, direkt am Fluss, ist eben Adrian Müller. Adrian, wie lange hast du dieses Shangri-La geführt? Vielleicht als Einstiegsfrage. Du warst ja lange dort. Ja, insgesamt war ich 15 Jahre in Thailand und das Shangri-La Bangkok durfte ich doch gut 4,5 Jahre führen. Was war das für ein Betrieb? Das war ja ein Riesenhotel. Ah, fantastisch. Das ist so ein 800-Zimmer-Hotel, relativ viel Bankett-Catering-Geschäft und doch einige Restaurants. Wir hatten ein Tagesrestaurant, ein italienisches, ein Thai, ein chinesisches Restaurant, das französische dann geschlossen. Aber da ist echt was passiert, ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? Über 1000 Mitarbeiter. Über 1000, wie viele Zimmer und Suiten hast du gesagt? 800? Also 800 Zimmer 800 waren es insgesamt. Über 1000 Leute? Ja, ja. Und das war immer voll, Ganzjahresbetrieb? Ja, schon Ganzjahres. Aber Bangkok ist schon auch ein bisschen Saisonalität. Aber weil wir die Größe hatten, die wir hatten, war natürlich auch das Maisgeschäft sehr wichtig. Das ganze politische Wesen, viel hat bei uns stattgefunden. Und so war das Geschäft doch eigentlich recht ausgeglichen. Mhm. Ja. Wie bist du eigentlich nach Asien bzw. Südostasien oder Thailand gekommen? Wie war das damals vor wie vielen Jahren? Ja, das ist wahrscheinlich familieninter. Ich bin ja in Nepal auf die Welt gekommen. Ich bin da zwar nur kurze Zeit, aber schon geprägt durchs Elternhaus, asiatisch beeinflusst. Und dann war so klar, als ich die Hotelfachschule dem Ende näherte, dass ich unbedingt ins Ausland möchte. Welche Schule hast du besucht? Luzern. Luzern. Und hatte dann zwei Angebote. Eins war für die Gustar-Gruppe in Jeddah, Renzi Palace, als Food and Beverage Director, gerade nach dem Abschluss. Und das andere war Phuket in Thailand. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung. Ich bin dann nach Phuket gegangen, habe es nie bereut, mit der Amari-Gruppe damals, Amari, mit dem legendären Kurt Ruffli. Ja, der hat die aufgebaut. Und hat Spaß. Ich hatte eine wirklich super Zeit dort. Und zwei Jahre Phuket, zwei Jahre Bangkok Flughafenhotel, auch sehr interessant. Also das Amari am Flughafen hast du geführt? Genau, ja. Ah, ja. Also als Vizedirektor, Resident Manager. Und bin dann von dort zur Shangri-La-Gruppe gestoßen, war ein paar Jahre in Manila, in Makati. Und dann hat man mich nach Nordostchina entsandt, auch wiederum für etwa 3,5-4 Jahre. Und dann zurück nach Bangkok ins Shangri-La. Und wann bist du dann in die Schweiz gekommen? Wie viele Jahre sind das jetzt? Ja, das sind jetzt auch schon wieder 18 Jahre her. Ich habe im 05 gehört, dass das Hotel Stern auf dem Markt ist, unerwarteterweise. Und das war so wie eine zündende Idee und ich habe gedacht, das könnte Spaß machen, sowohl beruflich wie auch persönlich für die Familie, für die Kinder zum Aufwachsen. Und wir haben es probiert, ein Konstrukt zusammengestellt und es hat geklappt und der Rest ist History. Jetzt sind wir 18 Jahre Hattest hier. Du nicht damals schon eine Beziehung zu diesem Hotel Stern? Ja, natürlich, es ist mein Lehrbetrieb. Eben, das wollte ich sagen. Ja. Und hatte die Lehre unter dem legendären Emil Pfister machen dürfen. Und habe dann noch während der Hotelfachschule das eine oder andere Praktikum hier auch absolviert. Mit allen Schweizer Hoteliers jetzt, mit denen ich im Juli gesprochen habe, die dort die Hotels führen, also General Manager sind das in der Regel, sie arbeiten für Marriott, für irgendwelche Hotelgruppen und so. Ich stelle Ihnen alle die Frage, ja, wann kehren Sie zurück oder warum kehren Sie nicht in die Schweiz zurück oder ist die Schweiz wieder ein Thema? Die meisten, ich sage jetzt mal 90%, sagen nein, wir bleiben. Und viele sagen mir, ich habe in Thailand oder in Südostasien Verhältnisse, Möglichkeiten, Rahmenbedingungen, die ich in der Schweiz so nicht habe, gerade in Bezug auf die personelle Situation, aber auch die Ressourcen sind ganz anders. Warum bist du zurückgegangen? Also was war es das Hotel Stern, das sich einfach angezogen hat, wo du sagen musst, das ist eine einmalige Chance in der Schweiz, ein eigenes Haus zu führen und zu besitzen, das gehört jetzt dir. Ja. Oder was war eigentlich der Grund? Ja, das war der einzige Grund. Ah, ja. Viele sagen auch Familie, weil die Kinder in die Schule müssen und so. Nee, ich meine, die internationalen Schulsysteme sind ja recht gut. Und gerade in Bangkok, da können sie ja auswählen, wo man hin will. Es war wirklich nur dieses Hotel. Ich hatte mit der Gruppe einen super Arbeitgeber. Ich war auf der Liste für Shanghai, das wäre als nächstes gekommen. Ja. Eine ganz interessante Weiterentwicklung dort auch. Also als GM, als General Manager. Jawohl, ja, mit einer weiteren
mit einem weiteren Gebäude für das Pudong Shangri-La. Mhm. Und dann kam das hier und ich hatte einfach Lust zu schauen, kann ich es dann auch mit eigenem Geld. Es ist manchmal, ich sage jetzt so rückwirkend, ja, das ist einfach, ein Hotel zu führen, das einem Multimillionär oder Milliardär gehört, sehr viel Geld da ist. Und wenn es dann ums eigene Geld geht, muss man ganz anders, geht man an die Sachen heran. Und der zweite Punkt war auch, dass im internationalen Vergleich ist man natürlich alle 2, 3, 4 Jahre irgendwo anders. Ja. Und ich wollte mir etwas Nachhaltigeres aufbauen, einfach zum Schauen, wo sind dann die Resultate, die man sich da so erträumt und errechnet, funktioniert es dann auch tatsächlich. Ja. Wenn du zurückschaust auf deine Zeit in Thailand, was hast du gelernt? Oder gibt es Dinge, wo du heute sagst, da kann ich immer noch profitieren. Ich habe damals in Südostasien Dinge gelernt, die heute noch aktuell sind, von denen ich heute noch profitiere. Absolut. Shangri-La war ein extrem guter Arbeitgeber im Sinne von Sales und Marketing. Ja. Also die Eigentümerfamilie war sehr sales-driven. Das Maximum aus einer Property herausbekommen, was man kann. Mhm. Und wenn man das so 11 Jahre lang macht, zusammen mit den Eigentümern dort, das prägt einem schon. Und das habe ich sicher mitgenommen, als ich nach Chur gekommen bin. Und so dieses Maximieren, ob jetzt das auf der Kostenseite ist oder im Verkaufsbereich, und das macht auch Spaß. Ja. Mir fällt etwas auf, in Thailand sind ja die Mitarbeitenden, die Serviceleute vor allem sehr bekannt für ihre Freundlichkeit, Herzlichkeit, sie sind authentisch, sie sind wirklich dienend im positiven Sinne, die machen wirklich Top-Jobs, vor allem in der 5- und 4-Sterne-Hotellerie. Aber wenn ich dann jetzt hier im Hotel Stern schaue, sind deine Leute auch sehr freundlich, aufmerksam, das ist ein tolles Team. Ich habe das gestern Abend, als ich da unten gegessen habe, habe ich das wieder einmal mehr festgestellt. Danke. Spielt da deine Vergangenheit und deine Philosophie vielleicht in Bezug auf Service, Service-Exzellenz sagt man dem bei Four Seasons beispielsweise, spielt das irgendeine Rolle? Oder gibst du dem einfach eine sehr, sehr hohe Priorität? Ja, vielleicht einfach daher, weil ich es gern mache. Also ich bin gerne Kellner. Ich bin auch gerne Geschäftsführer und das mache ich dann auch noch so zwischen. Gut, du bist ja ein Workaholic, du bist ja 16 Stunden pro Tag bist du da. Es gibt ein paar Stunden pro Tag, aber es ist wirklich, es liegt mir, ich mache es wirklich sehr gern und dann befruchtet sich das auch gegenseitig. Und wir versuchen auch, die Leute mit Herz zu suchen und anzustellen. Natürlich macht das heutzutage jeder, ist ja klar. Aber ich glaube, weil wir ein überschaubares Team sind, wir sind 60 Leute insgesamt, da springt der Funke schneller als vielleicht in einer Großunternehmung oder so. Aber Bottomline ist schon, ich habe wirklich Freude daran und mache es gern. Service ist ja das A und das O in dieser Branche, in dieser Hospitality-Branche. Bist du gleicher Meinung? Absolut, je länger, je mehr. Und zwar nicht nur für die Hospitality-Branche, sondern in jeder Hinsicht, ob man jetzt ein Auto kauft oder dem Sanitär anrufen muss, wenn der eine gute Dienstleistung bringt, zusätzlich zu seiner Fachkompetenz, das hinterlässt einfach ein sehr positives Einkaufserlebnis oder Reparaturerlebnis, wie auch immer. Und das schlussendlich, die Leute sind durstig nach Dienstleistung. Das ist so meine persönliche Einschätzung und Beobachtung. Jetzt reden wir ja seit einigen Monaten, seit Jahren, spätestens seit der Pandemie von diesem sogenannten Fachkräftemangel. Es mangelt uns an qualifizierten, geeigneten, guten Leuten oder Mitarbeitenden. Bist du auch betroffen davon? Wir finden noch Fachkräfte, aber es dauert einfach sehr viel länger als früher. Früher, jemand hat gekündigt, 6, 8 Wochen ist die Person weg und man hat in einem vernünftigen Zeitrahmen Ersatz gefunden. Und heute dauert 6 bis 7, 8 Monate, bis man wirklich eine Idealbesetzung wiederherstellen konnte. So lange? Und muss halt versuchen, die Zeit zu überbrücken. Ja, und das Hauptthema ist interessanterweise nicht Köche oder Rezeptionisten, das Hauptthema ist wirklich Restaurationsservice, à la carte Service, halt die Krux mit der Zimmerstunde, mit dem zweimal pro Tag sich aufraffen, vorbereiten, Vollgas zu geben. Und da ist einfach so die Akzeptanz und die Leute, die das einfach nicht mehr so gerne machen. Also ich habe gehört, dass Köche Mangelware sind. Aber Köche hast du offensichtlich. Ja, wir haben vielleicht den Vorteil hier in Chur, dass wir doch ab und zu jemand von einem Saisonbetrieb abfischen können, der sagt, ich habe jetzt 3, 4 Saisons gemacht, jetzt möchte ich was Permanentes. Oft wegen einer Partnerschaft auch, dass sie sagen, ich bleibe permanent in der Gegend.
Da gibt es ab und zu Bewerbungen aus den Destinationen. Ja. Mhm, also Serviceleute fehlen in dem Sinne. Das ist die große Herausforderung, ja. Die à la carte können, die Freude daran haben, weil es ist, man muss schon sehen, es ist zweimal pro Tag muss man sich vorbereiten. Die Abende sind lang, es wird nicht mehr so wie früher. Die Leute sitzen ja nicht mehr in den Restaurants bis nachts um 12. Aber trotzdem, Mitternacht, halb eins wird es alleweil, wenn man arbeitet. Und das ist halt nicht jeder bereit zu machen. Jetzt giltst du ja als sehr guter, vorbildlicher Arbeitgeber. Das kann man auch nachlesen. Du hast ein Image als sehr, sehr guter Arbeitgeber, wie gesagt. Du gehörst zu den Top-Betrieben im Kanton Graubünden, sage ich jetzt mal. Und trotzdem mangelt es eben an Bewerbungen, an guten Bewerbungen, wie du sagst. Ja, wir sehen es ja auch schlichtweg daher, wie viel junge Leute lernen noch in den Berufen. Ja, ja. Nun sieht man im Hotel Kommunikationsfach Frau Schrägfachmann, da sieht man einen Trend nach oben, ist ein junger Beruf, ein neuer Beruf, ist eine ganz coole Sache auch. Im Bereich Hof hält sich es noch ein wenig, Hotelfach Frauen und Männer, aber gerade Restauration und Köche, wenn ich schaue, wir haben im Moment haben wir einen Kochlehrling, wir hatten in Spitzenjahren in jedem Lehrjahr 1 bis 2 Lehrlinge in der Küche und im Restaurantbereich dasselbe. Da sind wir im Moment gesegnet. Wir haben in jedem Lehrjahr haben wir einen Restaurationsfachmann, Fachfrau in Ausbildung. Aber ja, in der Küche. Und dann ist klar, wo finde ich meine Leute in 3, 4 Jahren? Naja, die Situation verschärft sich ja eher noch in den nächsten Jahren, als dass sie entspannt wird. Die Frage ist natürlich, was ist die Lösung? Jetzt kommt die neue Generation da, diese Generation Z oder Generation Z kommt jetzt nach, die Millennials auch, 20- bis 30-jährige Leute. Und die haben andere Auffassungen in Bezug auf Arbeit. Alle Umfragenstudien zu diesem Thema zeigen ja auf, die jungen Leute haben eine andere Vorstellung von Arbeiten, auch Leben, diese Work-Life-Balance oder wie heißt das da, dieser Ausgleich zwischen Privat und Beruf ist wichtig. Sie wollen nicht zu jedem Preis Karriere machen. Sie arbeiten nur noch 60% vielleicht und so. Dann 4-Tage-Woche ist ja auch so ein Thema bei jungen Menschen. Hast du dich mit solchen Themen jetzt auseinandergesetzt oder gehst du bereits auf solche Themen ein? Also verändert sich da nächstens was im Hotelstern? Ja, es gibt verschiedene Modelle, die man anschaut. Also ich hätte jetzt gern zum Beispiel 4-3 eingeführt. Wir haben dann nicht wieder etwas Abstand davon genommen. Was 4-3? Also 4 arbeiten, 3 frei, mit dem gleichen Stundenpensum. Mhm. Wir haben dann wieder etwas Abstand davon genommen. Wir sind daran, am Überlegungen anzustreben, in der Küche Schichtbetrieb einzuführen, dass wir dort wenigstens die Zimmerstunde wegnehmen können. Ich denke, schlussendlich sind es für uns so jetzt in naher Zukunft 2 Sachen. Das eine ist, wir werden vermehrt Teilzeitpensen anbieten und besetzen müssen, dass die Leute sagen, ich komme gerne, aber einfach nur 4-mal pro Woche am Abend zum Arbeiten im Service zum Beispiel. Das ist so eine Richtung, die wir verfolgen. Und was wir jetzt neu eingeführt haben, ab diesem Monat, ist dieser Sonntagszuschlag für unsere Mitgastgeberinnen und Mitgastgeber. Also wer am Sonntag arbeitet, hat Anrecht auf ein bisschen mehr Lohn. Wir machen einen Zuschlag von 50%. Also ein bisschen ist das nicht, das ist ziemlich massiv. Wir haben es wirklich angeschaut, wie viel kann es sein, damit wir es auch stemmen können langfristig, weil wann einmal eingeführt ist es dann ein fetter Ist es Kombi. Nur Sonntag oder Samstag, Sonntag? Nein, nur Sonntag. Einfach wirklich Sonntag, nur der Sonntag. Der siebte Tag, der Sonntag. Und ich denke, das ist so ein guter Schnitt. Ich habe üblicherweise so etwa 30% der Belegung, die am Sonntag arbeitet. Und wichtig war mir dort auch, dass es auch für die Lehrlinge ist, auch für die Teilzeitpensen, für die Stundenlöhner und so weiter, ob Housekeeping, Spüle, Restaurant, Küche, Rezeption, dass die alle davon Es gab einzelne kritische Stimmen, die sagen, das rechnet sich doch nicht. Du hast wahrscheinlich das alles durchgerechnet und bist zu einem positiven Fazit gekommen. Ich bin gelernter Kellner und habe das richtig durchgerechnet. Ja, natürlich, es braucht auch ein bisschen Mut, also der Finger in die Luft und so weiter. Wir haben es durchgerechnet, ich denke, es geht am Schluss auf. Wir machen am Sonntag auch die à la carte Karte, ist leicht erhöht, ich sage mal zwischen 3 und 5% teurer als unter der Woche. Das gibt mir einen kleinen Betrag an die Geschichte ran. Und ich finde das eigentlich, ich bin eigentlich wirklich überzeugt davon, dass der Markt wird das sowieso regulieren. In 5 Jahren wird das ein fait accompli sein. Ja. Und das ist so der eine Gedanke. Und der andere ist, wenn ich an einem Sonntag Dienstleistungen in Anspruch nehme, die auch 7 Tage die Woche verfügbar ist, bezahle ich in der Regel überall etwas mehr für eine gewisse
Dienstleistung. Mhm. Warum jetzt nicht in der Gastronomie? Nur weil es noch nie so da war, ja, genau. Da strebe ich mich dann etwas dagegen mit solchen Überlegungen. Aber eben, 4 Tage Woche habt ihr noch nicht. Es gibt ja Hotels oder Gruppen wie 25 House, die haben das eingeführt. Am Anfang sagen sie ganz offen und ehrlich, war es schwierig. Es war schwierig, organisatorisch, logistisch und so. Ja, es war schwierig. Ja. Es hat sich dann eingependelt. Es kommt bei den Jungen, vor allem bei 20, 25-Jährigen, sehr gut an. Wie ist es bei dir jetzt? Wir haben es noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe einfach da gewisse Bedenken gehabt vom arbeitsrechtlichen her. So ein Mensch arbeitet dann 11 Stunden. Mhm. Ich finde das relativ viel. Was mache ich am Nachmittag, wenn die Leute im Restaurant nichts zu tun haben? So viel Silber habe ich nicht zum Polieren. Also es ist noch nicht ganz ausgereift. Sehr vorbildlich macht das ja die Kraftgruppe in Basel. Ja, ja. Und da habe ich mir so auf dem Papierblock geschrieben, mal, da muss ich mich mal mit dem Herrn Leonard austauschen, zum herausfinden, wo habt ihr angesetzt, wie habt ihr das wirklich implementieren können. Weil ich denke auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, das 4-3. Ich persönlich habe das Gefühl, es geht nur mit einfach einem reduzierten Stundenpensum auch, weil die Leute, wenn die regelmäßig 4 Tage, 11 bis 12 Stunden Arbeit. Wir können das schon, wir können uns auch immer wieder einteilen. Aber ein Koch oder ein Restaurantfachmann oder Hotelfachfrau, das wird schwierig und ist anstrengend. Und dann hat man am Schluss von diesen 3 freien Tagen, der eine schläft man durch, damit man erholt ist, dann hat man wieder 2 freie Tage, gleicht sich fast etwas aus. Ich denke, wenn es zu einem reduzierten Stundenpensum geht, natürlich gleicher Lohn wie jetzt mit 100%, ist auch klar, dann könnte ich mir vorstellen, ist das eine Richtung, die, die für uns, für die Branche wichtig wäre, weil wir so wieder attraktiver werden als Arbeitgeber. Das ist das Stichwort jetzt gegeben, um das Kapitel oder Thema jetzt abzuschließen, also das Stichwort Fachkräftemangel. Was müssen wir in der Branche jetzt tun, damit wir in 2 bis 5 Jahren vielleicht oder auch erst in 10 Jahren, das ist ein bisschen lang natürlich, wieder gut aufgestellt sind, genügend gute, qualifizierte, geeignete Leute haben? Was müssen wir tun? Was sind so die wichtigsten 2, 3 Dinge? Also ich glaube, der Schlüssel dazu ist tun, das Wort tun. Aufhören darüber zu reden, ausprobieren, etwas Mut haben. Es gab in Flims das Hotel, weiß es nicht mehr, die haben über die Wintersaison dieses 4-3-Konzept ausprobiert. Ja. Hat nicht funktioniert für sie, haben sie dann im Frühjahr wieder gewechselt. Macht doch nichts. Aber man muss es für seinen eigenen Betrieb, denke ich mir, herausfinden, wo könnte was wirklich funktionieren und dann eben halt auch machen. Wie machen wir diese Jobs wieder attraktiver, dass die Leute eine Lehre machen, jetzt gerade Hocko ist so ein Beispiel, oder auch ein Studium an der Hotelfachschule? Was müssen wir da tun? Ich denke schon, dass es eben darum geht, dass wir solche Modelle anbieten, dass wir zeigen, das ist nicht eine Branche, wo man sich einfach nur kaputt krampft, quasi wie so unsere Vorväter und jetzt vielleicht noch meine Generation auch. Also die ewigen Arbeitszeiten, dann schlechte Löhne und weiß nicht was alles, mangelnde Wertschätzung, kommt ja auch noch dazu. Ich denke auch, und das darf nicht unterschätzt werden, gerade heutzutage sind ja die Gäste sehr sensibel und dünnhäutig zum Teil auch. Also es ist ein anspruchsvoller Beruf. Aber mit den verschiedensten Maßnahmen denke ich schon, dass wir es attraktiv machen können, dass ein Junge sagt, doch, nee, das sagt mir zu, da möchte ich mich reinhängen. Und jetzt in unserem Fall, wir setzen sehr viel nicht nur auf Ausbildung, aber auch auf Weiterbildung für Erwachsenenbildung. Also Leute, die bereits die Lehre haben. Wir haben mit fast jedem schon Gespräche geführt. Schauen Sie, es gibt die Möglichkeit für Weiterbildung in der Küche, für die Rezeption. Machen Sie doch hinweg, ist den Empfangsleiter, Weiterbildungskurs und so weiter. Einfach um den Leuten auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, was sonst noch machbar ist. Sprechen wir noch ganz kurz über andere Themen. Eines ist die OTAs, also diese Online-Plattformen wie Booking und wie sie alle heißen. Wie abhängig bist du von denen? Um es mal so zu sagen. Ja, es ist ganz klar, Booking ist ein guter Lieferant von Übernachtungen. Nur wenn ich mir das anschaue über Booking in der Zwischenzeit, ich bekomme die besten Raten rein. Ah, ja. Also der Amerikaner bucht ja nur Booking und da haben wir regelmäßig die Spitzenraten kommen über Booking rein. Ohne Zweifel, ja. Vor allem, wenn es langfristig ist. Natürlich bezahlst du dann 12% oder 15% oder so irgendwas. Mache ich gern, wenn ich einen guten Zimmerpreis dafür erhalte. Man muss damit arbeiten und man muss es halt aktiv bearbeiten auch und diese Portale bewirtschaften. Aber die Verbände sagen ja, Hotellerie Suisse als Beispiel sagt immer, wir müssen alles tun, um den Direktvertrieb zu fördern und so, klar, dass die Gäste dann über die eigene Webseite kommen und direkt buchen und so. Wie und zum Glück dürfen wir jetzt offiziell auch die tiefsten Raten bei unserer Webseite anbieten. Genau. Nur Booking ist so schnell so groß geworden, dafür kein Weg drumherum. Ja, ist klar. Und ich finde es eigentlich, natürlich, es kostet
kostet, aber es ist ein Geschäftsmodell, es ist eigentlich ein raffiniertes Geschäftsmodell. Wenn ich nichts verkaufe, bezahle ich auch nichts. Das ist, wo gibt es dann so ein vergleichbares Geschäftsmodell? Ja, und das ist eine globale, wie sagt man, Werbeplattform. Also ich hab, man ist sichtbar irgendwo auf dieser Welt. Auf der ganzen Welt, und zwar mit einem Mausklick bin ich sofort präsent. Ich kann das Hotel eröffnen, und ich habe das gesehen, als ich für einen lokalen Eigentümer hier ein Hotel eröffnen durfte. Ich begleitete das in der Eröffnungsphase. Wir haben aufgeschaltet, innerhalb von 2 Stunden die erste Buchung. Das wäre dann früher nicht ganz so einfach gewesen, mit Mailing und Druckmaterialkosten und so weiter. Wir haben ein paar Handyfotos gemacht, diese Buchungsplattform eröffnet auf Booking für das Hotel, und wirklich 2, lass es 3 Stunden gewesen sein, später kam die erste Buchung rein. Darum ist es kein schlechtes Modell. Aber man muss es natürlich pflegen. Man muss wissen, welche Kategorien öffne ich, wo schließe ich, wann schließe ich, wo yielde ich, was für Angebote platziere ich im Also Internet. Du hast eine ganz konkrete Preisstrategie. Ja, konkret. Ich habe kein System im Hintergrund, aber es ist sehr viel natürlich Gefühl. Nach so vielen Jahren weiß ich das. Machst du das selbst? Zusammen mit meiner Empfangsleiterin. Ah, die macht das selbst? Ja, wir sind seit 5 Jahren... Also Yielden oder Revenue Management, wie das heute so schön heißt, das macht ihr? Das macht ihr. Wir machen das von Hand aus 2 Gründen. Das eine ist, diese Systeme verdienen ja immer mit. Ja. Hätte ich jetzt ein Hotel nur mit Garten- und Seesicht, dann würde ich sagen, gut, ich habe 2 Standards, dann muss ich ein System haben, das mir hilft. Aber wir haben etwa 12 verschiedene Zimmerkategorien. Da findest du immer wo irgendeine Lösung in Bezug auf eine Kategorie schließen oder öffnen oder sie zu erhöhen oder zu reduzieren. Also die Preise machen auch so. Das heißt, absolut, mal oben, mal unten, nicht je nach Nachfrage. Nicht stündlich, nicht täglich sogar, aber so in einem vernünftigen Rhythmus. Aber im Endeffekt kann man sagen, ihr verdient Geld, die Erträge werden dadurch optimiert, das heißt, werden höher, ihr verdient mehr Geld. REFBAR, GOP und solche Finanzzahlen sind im grünen Bereich. Absolut, ja, aber ich denke auch, dass wir irgendwie vielleicht im Moment noch zu einem gewissen Grad einen Nachbedarf haben wegen der Pandemie der 2 Jahre. Ja, ja. Ich denke schon, dass sich das nächstes Jahr wieder etwas neutralisieren wird, also das Wachstum nicht mehr ganz so groß sein wie jetzt das letzte und dieses Jahr. Aber auf einem sehr guten Niveau. Und da hat halt Graubünden einfach aufs richtige Pferd gesetzt. Wir machen keinen Massentourismus hier. Wir sind auch nicht Nische. Wir sind für viele, und das ist wieder der Vorteil von den Fährmärkten, für viele sind wir nun die Zweitdestination. Also die kommen zum zweiten, dritten Mal in die Schweiz. Und dann sind wir auf dem Radar. Und haben eine ganz andere Wertschöpfung, als wenn wir uns ums große Massengeschäft bemüht hätten vor x Jahren. Ja. Wir haben ja viele Herausforderungen in dieser Branche, aber auch auf dieser Welt, auf diesem Planeten. Was sind für dich so, nebst Fachkräftemangel, was gibt es noch? Klima natürlich, das, was man Nachhaltigkeit nennt, sicher ein großes Thema, spielt sicher hier auch eine Rolle. Was sind für dich so jetzt aktuell und die nächste Zeit die ganz großen Herausforderungen? Also sicher war es und ist natürlich der Strom, das ist so ein Dauerthema, das ein wenig Sorgen macht. Die Beheizung des Hauses, wir sind auf Gas im Moment von der Stadt, ich würde mich da gern der Fernwärme anschließen, nur ist das einfach so, also die Investition ist enorm teuer und in den laufenden Kosten ist es sogar etwas teurer als das Gas. Da sehe ich einfach politisch ein Problem. Also wenn ich als Unternehmer da keine Fördergelder kriegt, damit das nachher auch günstiger ist, also dann schiebe ich das so lange weg, wie es nur geht. Hätte man eine vernünftige Return on Investment Kalkulation, würde man sagen, hey, mache ich, super, das funktioniert ja langfristig auch. Da sehe ich schon bei der Energie generell etwas das Thema. Ich denke, was mich sehr beschäftigt, auch so gedanklich, ist das veränderte Konsumverhalten. Wir sehen das bei den Clubs. Die Clubs, die sind nicht mehr so regelmäßig, nicht mehr in so großen Zahlen wie früher. Wir sehen es in Bezug auf das Mittagessen. Das Mittagessen, wo man noch am Tisch sitzt und so, das verschwindet je länger je mehr. Wir haben noch ein bisschen Mittagsgeschäft von den Banken, Anwälten und Architekten. Das ist so das Baugewerbe noch. Aber so, dass wir gehen unter Kollegen Mittagessen miteinander, traditionell in ein Restaurant, das muss schon ein spezieller Grund haben. Also das Mittagsgeschäft wird je länger, je dünner werden, sage ich mal. Abendgeschäft mache ich mir keine Sorgen. Die Leute gehen gerne aus, sind gern gesellschaftlich, genießen es auch gerne. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in 5 bis 10 Jahren viele Restaurants nur noch abends geöffnet haben, auch wegen dem Fachkräftemangel, auch wegen den Arbeitszeiten. Und weil das Mittagsgeschäft einfach nicht mehr rentabel ist. Also da denke ich, mir kommen schon noch einige so Veränderungen. Gut, das ist jetzt Gastronomie. Wenn du die reine Hotellerie, die Beherbergung anschaust, wo sind da die großen Herausforderungen?
Ich glaube, dass man von der Qualität her einfach auf dem Niveau, das man anbietet, ob ich jetzt ein Ein- oder Luxushotel anbiete, dass ich dort versuche, der Beste zu sein. Mhm. Und dort versuche, mit meinen Möglichkeiten nah am Gast zu sein, sowohl von der Hardware, aber vielleicht fast noch mehr bei der Dienstleistung. Positionierung ist also ein Lieblingsthema von mir. Wie würdest du die Positionierung hier aktuell des Hauses umschreiben? Ja, wir sind bewertet mit 4 Sternen und zwar also nicht so, dass wir uns da zur Decke hätten strecken müssen. Wir haben das locker bekommen. Gut, das ist die Klassifikation. Wir machten das oder wir haben es gemacht einfach aufgrund vom internationalen Markt her. Persönlich in meinem Herzen bin ich ein 3-Stern-Hotelier und das mit Leib und Seele auch, aber einfach von der Vermarktung her mit den Fernmärkten zusammen, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also du brauchst diesen 4. Stern. Es passt jetzt einfach gut von dem her. Mhm. Ihr seid ein Swiss Historic Hotel? Wir sind bei der Swiss Historic Hotel. Das Haus hat Wurzeln um 1600 was genau? Ja, wir sind über 300 Jahre alt. Auch das ist eine Vermarktungsplattform, die für uns wirklich perfekt passt. Und sonst? Die Gastronomie ist ja bekannt. Bündnerküche habt ihr hier, Bündnerweine. Absolut. Ich denke, also vor allem auch die klassische Schweizer Küche und die saisonale. Da haben wir ein Rezept jetzt für uns gefunden, vom Mix her mit bündnerisch, mit klassisch-schweizerisch und saisonal modern. Das funktioniert sehr gut. Eigentlich bist du so ein richtig schweizerischer, klassischer schweizerischer Hotelier. Ja, ich bin ein Mittelständler. Nein, überhaupt nicht, das sage ich nicht. Aber eigentlich so ein mittelgroßer Betrieb, Gastronomie, sehr ausgeprägt, hoher Food and Beverage Anteil, die meisten haben das ja. Ja. Dann Zimmer, die Lage hier, das Haus, die Geschichte, Einzelbetrieb, du bist ja nicht in einer Kette. Ja. Früher warst du mal bei Romantik Hotels, glaube ich. Genau, ja. Bist du dann wieder rausgestiegen? Bist du heute in einer Vereinigung oder Genossenschaft? Mit der Swiss Historic. Nur Swiss Historic. Das ist für uns eine sehr zentrale Positionierung und wichtige Positionierung. Und die Frage drängt sich natürlich auf, kann man jetzt mit so einem Musterbetrieb, schweizerischem Hotel-Musterbetrieb, kann man da gutes Geld verdienen? Offensichtlich schon. Wir investieren halt auch wirklich immer alles. Also es gab in den 18 Jahren... Also Gewinne werden, Cashflow werden investiert. Investiert, wirklich. Also in Umbauten oder was auch immer. Renovationen, wir sind jedes Jahr machen wir ein paar Badezimmer, jetzt sind wir dann durch und fangen wieder vorne Aber an. Ihr seid ja in der Lage zu investieren, das ist ja das Wichtige. Zum Glück, ja. Ohne Mäzene. Ja. Natürlich, absolut. Wahrscheinlich auch mit Banken, ist das richtig? Ja, also die Investitionen stemmen wir eigentlich immer aus dem Cashflow heraus. Ja. Das heißt, das Hotel hier läuft seit Jahren sehr gut. Wir sind wirklich auch, wir arbeiten hart daran und sind bemüht, dass es auch gut wirklich. Gut, wenn ich dein Tagespensum sehe oder was ich da so höre, du bist ja da was, 16 Stunden am Tag bist du da, von morgens 5 Uhr oder was? Ja, zwischendurch verschwinde ich dann schon auch. Doch, aber du bist ständig da, ständig präsent, man sieht dich auch im Restaurant und so, ich glaube schon voll beim Gast. In der Betriebsgröße und das typische Schweizerische, die Kleinstadt und so, und eben, ich mache es ja auch gern. Würde ich es nicht gern machen, wäre es ein Kampf, weil man muss präsent sein. Man muss da sein für die Also der Gastgeber, der Hotelier gehört an die Front, wie man so sagt. Ich bin da sehr altmodisch vielleicht, aber ich denke absolut, das wird geschätzt, ja. Sehr gut. Adrian Müller, die Zeit läuft ab. Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Hotel Stern. Wie heißt die Stube jetzt genau da? Also das ist die Stüva. Stüva. Das war mal früher ein Nichtraucherstübli, heute ist natürlich alles Nichtraucher. Und dann haben wir es auch umgenannt in die Stüva. Ja. Aber ein Fünfer habt ihr ja nebendran, glaube das ich. Das haben wir immer noch, ja. Das ist auch so ein Punkt, genau. Also herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es hier aus dem wunderbaren Hotel Stern, diesem alten historischen Gasthof, kann man ja sagen. Gasthof, ja, absolut, gerne. Mit Zimmern hier in Chur. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke vielmals. Danke.